And now we have a hotline from Gertrud in Freiburg, Germany. Geliebte Meisterin, inspiriert durch dich haben seit vielen Jahren viele unserer eingeweihten Brüder und Schwestern viele Aktionen für Tierpersonenrechte veranstaltet oder unterstützt. Seit der Pandemie haben diese Aktivitäten jedoch nachgelassen. Schon seit längerer Zeit wünschte ich mir deshalb, wieder auf die Straße zu gehen, um für Vegan und Frieden zu demonstrieren. Motiviert durch eine Teilnahme an einer veganen Kundgebung der Tierpersonenrechtsorganisation PETA Deutschland e.V. mit über 30 anderen Demonstrierenden und mit der liebevollen Unterstützung von eingeweihten Schwestern aus dem Zentrum Düsseldorf gelang es ziemlich kurzfristig, eine Kundgebung in dem kleinen Städtchen Offenburg am Rande des Schwarzwaldes anzumelden. Ein kleines, aber hochmotiviertes Grüppchen kam so zustande. Es war Gottes Fügung, dass wir an diesem Tag in Offenburg eine weitere vegane Organisation für Tierpersonenrechte, Black Forest for Animals e.V., bei einer ihrer monatlich stattfindenden Aktionen kennenlernen durften. Als wir eintrafen, standen die Demonstrierenden bereits an Ampeln zentraler Straßenkreuzungen und hielten mit viel Liebe und Fürsorge Bilder mit Bildern von Tierpersonen hoch, um Vorbeifahrende zu erleuchten. Unser Vorhaben war für den wöchentlich in Offenburg stattfindenden Wochenmarkt geplant, der stark frequentiert ist. Das Ordnungsamt bot uns jedoch stattdessen den etwas weniger belebten Marktplatz an. Gott sei Dank, denn der Ortswechsel war ein großer Segen. Einen ganzen langen Nachmittag bis in den Abend hinein konnten wir mitten auf dem Marktplatz der Stadt bei wunderschönstem Prachtwetter idyllisch zwischen schönen gepflegten Häusern, umringt von den freundlich musikuntermalten größten Straßencafés der Stadt, unter Bäumen in ruhiger und gemütlicher Atmosphäre friedlich demonstrieren, durften mehr als 10 große Banner aufhängen, Plakate ausbreiten, Kreide malen, Flugblätter und Bücher verteilen. All dies geschah unter den wohlwollenden Blicken von Anwohnenden und Hunderten von Menschen in den Straßencafés ringsum. Auch die Ordnungskräfte der Stadt und freundliche Polizisten schenkten uns volle Unterstützung. Im Laufe des Nachmittags kamen viele angenehme Gespräche mit interessierten Mitmenschen zustande. Die Resonanz war unglaublich. So freundlich und friedlich hatte ich die Innenstadt Offenburgs noch nie zuvor erlebt. Voll ehrfürchtigem Staunen beobachteten wir, wie wertschätzend die Menschen mit unseren Materialien umgingen, wie fasziniert kleine Kinder mit unseren Plakaten spielten und wie ein Vater seinem neugierigen Kind geduldig ganz ausführlich erklärte, was es bedeutet, vegan zu leben. Selbst Gruppen junger Menschen auf dem Weg zur Partymeile, die uns anfangs mit deutlich ironischem Unterton ansprachen, unterhielten sich nach kurzer Zeit offenherzig und gut gelaunt mit uns über die vegane Lebensweise. Besonders berührt hat mich eine Gruppe von Kindern, die immer wieder unsere Nähe suchten. Sie erzählten, dass sie aus eigener Entscheidung bereits vegan lebten. Ich war zu Tränen gerührt, wie stark diese Kinder wohl sein müssen, wenn sie ohne die Unterstützung ihrer Familie oder ihres Umfelds aus voller Überzeugung vegan leben. Überwältigt danke ich für den unermesslichen Segen, der in diese Stadt getragen wurde, und für die Kontakte zu vegan lebenden Menschen und Organisationen der Region, die den Weg zu weiteren gemeinsamen Aktivitäten in der Umgebung eröffnen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass alle Menschen den Mut aufbringen, den Schritt zur veganen Lebensweise zu wagen und damit zu helfen, den Planeten zu retten. Gertrud vom Zentrum Freiburg, Deutschland. Passionate Gertrud, thank you for sharing your inspiring hotline. Let's all do our part to awaken others to the necessity of a vegan lifestyle. Thank you for taking action. Master has some enlightening words for you. Determined Gertrud, your commitment to the animal people is energizing. It is not a coincidence that you met with great success. Anyone who wholeheartedly does this noble work for the animal people will receive support from heaven, and in turn, that blessing energy will affect the public greatly and produce good results. We must all work together now, more than ever, as there is little time to waste before massive destruction occurs, unless the world goes vegan now.
Please continue to do this fine work and encourage others to join in as well. It's now or never, so give it everything you've got, and we will surely have a big impact on the world's people. I am encouraged by your success and wish you much more. May all good things come to you and the supportive German people. Turn vegan. Make yourself proud that your spirit is stronger than your mind. We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.